Ja, moin moin zusammen, beziehungsweise Mahlzeit, ne? Dreiviertel 1 Uhr an Tag 18 und Servus Aldi. Grüß dich. Ja, du bist immer noch unterwegs, ne? Jawohl, ich bin unterwegs. Mal gucken, was ja, das Glück hier so hergibt. Aber eigentlich bin ich ja unterwegs, um ein bisschen Fleisch zu besorgen. Hast du da schon was besorgt eigentlich oder bist du nur wieder am Looten? Ja, einen Hirsch habe ich schon erledigt. Einen ganzen? Einen ganzen. Naja, immerhin, ja. Ne? Ja, immerhin, ne? Sind 7 Fleisch. Ja, immerhin, sage ich ja. Mehr habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Sind die Hirsche am Aussterben etwa? Was ist mit Schweinen oder so? Ja, Schweine habe ich eins am Horizont gesehen, aber da waren zu viele Zombies. Seit wann interessieren dich Zombies? Du hast doch ein Crossbow. Ja. Aber das ist halt abgehauen, ne? Als ich mich da... Ach so. Den Zombie-Attacken erwehrt habe. Naja. Ja. Viele Autos sind ja noch. Ja, Autos, gut. Autos. Na, warum nicht, gell? Ja. So. Ja, ich mache hier weiter mein Dach. Muss ja auch cool. Fertig werden, gell? Von alleine tut sich's ja nicht. Nee. Und ich will so einen schönen Dachüberhang haben, damit der gut gefällt. Ja, noch ein bisschen was zu tun. Ja, doch, also es wird nicht langweilig. An so einem Haus kann man viel Zeit und Liebe investieren und Ressourcen. Und ja, das vor allen Dingen. Ja, aber hallo. Das vor allem, ja. Und ich glaube, wir werden unser Haus auch bei einer Nachtlorde aggressiv verteidigen müssen. Da ist nichts mit aussitzen. Nee, da müssen wir schon ran, ja. Das denke ich auch. Ja. Da wollen wir nicht drum rumkommen. Oh Gott, jetzt komme ich hier gar nicht mal runter, oder wie? Schwierig. Das habe ich jetzt natürlich nicht berücksichtigt bei dem Überhang. ja. Ja. Das sind abenteuerliche Geräusche, die du da so von dir gibst. Ich hatte Bekanntschaft mit der Schwerkraft gemacht, nennen wir es mal so. Na gut. War sehr interessant, ganz nette Leute. Tja. In deinem Alter, da hängt schon mal so das eine oder andere, ne? Was hängt in meinem Alter? Das war jetzt... Achso. Na dann. Weil du sagst, du hast mit der Schwerkraft Bekanntschaft gemacht. Ja. Also, ich bin runtergefallen auf Deutsch. Okay. Das wollte ich damit sagen. So. Hatten wir eigentlich noch irgendwelche Themen offen? Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube nicht, gell? Nee, gelesen habe ich nichts in den Kommentaren. Nee. Dann haben wir ja auch nichts vergessen. Im Umkehrschluss. Das ist richtig. Ja. Finde ich gut. Jupp. Finde ich sehr gut. Hast du denn ein Thema, was dir so auf der Zunge liegt oder der Seele brennt? Aktuell? Eigentlich nicht. Okay. Also, mir fällt mal keins ein. Mhm. Was ist das denn? Oh, cool. Kann ich... Nein. Wirklich klar haben wir wegschmeißen, ja. So, also das sollte jetzt erst einmal so ein bisschen... Mich irritiert, dass die Rebar-Frames so genervt wurden. Nicht Rebar-Frames, sondern die Iron-Bars so genervt wurden. Dass die so relativ schnell jetzt kaputt gehen. Weil ich glaube, wenn du da zwei Ferals hast, die da drauf prügeln, dann macht's bam 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 und ist es kaputt. Das, ja... Die Gefahr besteht. Ja. Das fürchte ich schon, dass uns dieses Schicksal ereilen könnte. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte Iron Bars herstellen an der Forge. Was macht der da hinten? Genau, mach einen Buckel, leg dich hin, so ist recht. Ach, wieder nur Dreck dabei. What the hell? Was los? Ich weiß nicht, ich wurde gerade geschlagen, aber ich sehe keinen Zombie.
Wo bist du denn? Oh, ah, ein Kriecher, alles klar. Ich sehe dich gar nicht. Ach, da oben im Norden bist du, okay. Ja, die Kriecher, die kannst du auch im Gestrüpp ganz schlecht sehen. Ja. Glück gehabt, dass ich mir jetzt nichts irgendwas gebrochen habe, ja. Ja, das kann da auch schnell passieren, dass dann plötzlich mal das Bein kaputt ist. Ja, wäre nicht das erste Mal. Nee, nee. Aber Essen gekocht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, schmeckt lecker. Was gibt's denn Leckeres? Och, heute habe ich Dosenravioli gemacht. Naja. Mit Fleisch, Kartoffel und Mais versetzt. Okay. Welcher weiß, dass du überhaupt nicht gerne nur vegetarisch, ne, dich ernährst. Bist du eigentlich Vegetarier? Nein. Habe ich nicht gefragt. Nicht, gell, nicht. Ja, ich bin Bist du nicht verrückt. verrückt? Wir sind doch echte Männer. Ah, Fleisch ist mein Fleisch. Gemüse. Noch echte Männer. Ja. Nee, nee, also das kommt mir nicht ins Haus. Jetzt grundsätzlich nicht, oder? Was? Dass du sagst, um Gottes Willen, ey, ich könnte ich gar nicht, will ich gar nicht. Nee, will ich nicht. Ja? Okay. Dafür liebe ich Fleisch viel zu sehr. Dafür grill ich viel zu gerne. Oh ja, grillen, das ist sehr hübsch. Grillen ist sehr hübsch. Wir haben kein Klee mehr. Doch Schmiede ist mal was. Ja, aber das ist extrem viel, sehe ich gerade. Da musst du was besorgen. Ne, ich spare mal die restlichen 315 Clay und schmeiße in die Kiste rein. Okay. Weil wir müssen ja nicht alles in die Forge reinprügeln. Auf Das Gedeih und stimmt. Verderb. Ja. Scrap, Scrap, so. Was ist mit dem hier? Okay, der braucht nochmal ein paar Wood Frames. Ich warte bloß drauf, dass die alle wieder kommen, ne? Also die ist echt sehr wenig da gewesen bei uns, ja. Das ist, ja. Obwohl wir so viel immer die Schmiede anhatten und die Feuer. Die geben hier schon immer Gas, ne? Deswegen, ich bin auch überrascht, dass die so zurückhaltend ist, die gute Dame. Ja. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte, aber ich finde es halt einfach ein bisschen merkwürdig. Ja. Wahnsinn, wenn man das sich mal anschaut, was wir an Waffen rumliegen haben. Das ist doch prima. Very nice. Ach so ein. Eine dicke Magnum sogar in lila, cool. Ja. Schade, dass wir die AK nicht fertig gekriegt haben. Na, das kriegen wir vielleicht noch. Wir haben ja auch gedacht, wir kriegen das. Das Mountainbike, würde ich schon Das sagen. Mountainbike. Das Moped nicht fertig, aber haben wir es ja doch gekriegt. Das wäre übrigens auch noch sowas, was extrem geil wäre. Irgendwie so, nur ein Fahrrad oder sowas, weißt? Ja. Das kann von mir aus auch gerne auf die Ausdauer gehen, aber halt, dass du trotzdem wesentlich mehr mobil bist. So irgendwie so einen Kompromiss zwischen zu Fuß rennen und einem Minibike. Irgendwie so ein Fahrrad oder so, das wäre schon cool. Das wäre cool, ja, das Ja. stimmt. Oh, eine Kreuzung, cool. Freut er Aber sich schon über Kreuzungen? ja, natürlich. Man muss sich auch mal über die kleinen Dinge des Lebens freuen. Mhm. Und es funktioniert, oder? Eigentlich nicht. Hab mir gedacht. Aber ich glaube, den Ostersale wird es nicht geben, ne? Bei Ja, Steam, ich wie ich habe so nichts gelesen habe, gesehen. gab es es in den letzten Jahren auch schon nicht. Wo ist das Sale? Ja. Also an den Summer Sale kann ich mich erinnern. Ja, das wird auch der nächste Sale sein, der kommt. Aber Ostersale. Da gab es in den letzten Jahren auch keinen. Ja. Oh, ist Ich das hier fand geil. übrigens die Kommentare zum Thema, weißt du, wo wir diskutiert haben über Vorbestellerboni, ja, nein, vielleicht und so. Das fand ich sehr interessant, dass da die Meinungen doch ein bisschen unterschiedlich waren, ne? Jupp, stimmt. Da war ja wirklich alles vertreten.
Aber das finde ich okay. Das heißt im Endeffekt eigentlich nur, das ist eigentlich nur eine Bestätigung, dass man es nicht pauschalisieren kann. Und wie unterschiedlich die Leute halt sind, ne? Ja. Ich meine, das ist ja. Bist du eigentlich schwach geworden wegen 2K16? Nein. Nicht, okay. Ne, das ist ja auch im Endeffekt sowas gewesen. Gab's auch zum Vorbestellen. Ja, ich hab's zwar jetzt mittlerweile auch schon für 27 Euro gesehen. Aber ich hab's ja dann auch nicht geholt, also. Das wird schon noch billiger, Meister. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt auch keiner, der ein Spiel unbedingt am ersten Tag spielen muss. Nö. Das ist jetzt auch schon wieder, wie lange draußen? Eine Woche, zwei Wochen? Ja, ein bisschen, ein paar Wochen schon, ne? So, ich glaube, 2 Wochen ist draußen, oder? Ja, ich glaube, am 11. März ist es, glaube ich, raus oder so, oder am 8. März. Alter, ich habe Gras verprügeln, 11. Ja, Respekt. Zeig mal dem Gras, wo der Hammer hängt. Ja, mach ich. Ich bin jetzt Grasprügler auf Level 11. Ganz extrem. Also, wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja. Das sind die absoluten Pro-Gamer, ne? Hier ist eine Engine, geil. Was ist eine Engine? Du sollst eine Handlebar finden, keine Engine. Also hör mal, ich habe schon eine Handlebar gefunden. Ja, dann nochmal eine. Wir sind zu zweit, also. Das wäre sehr cool, dann könnten wir nämlich hier noch mit dem Auger ein bisschen bohren nach unten. Ne? Ja, wie, nö. Doch, dann müssen wir jetzt so weit laufen zur Höhle. Dann könnten wir zu zweit hier rumcruisen. Das auch. Ich meine, den Oger können wir ja wieder auseinanderbauen, weißt? Ja. Weil wir haben ja die Oger-Schematik, deswegen. Das stimmt. Habe ich auch gerade. Ach so, ja, habe ich ja gerade gefunden, ja. Ja, ich habe sie, glaube ich, auch gelernt. Du hast sie auch gelernt, ja. Ach ja, und du machst jetzt eigentlich über Ostern, du machst Urlaub oder was? Hab ich das so? Ja, ich fahr zu meiner Mutter, genau, ja. Okay. Ja, immer wenn so große Feiertage sind oder so, ne? Hm. Ja, das war als Schüler angenehmer, ne? Da hatten wir 2 Wochen Urlaub gehabt. Ja, das stimmt. Aber ich muss Donnerstag halt noch arbeiten. Ja. Und fahr dann Freitag früh bis Montag. Ja. Heißt, du bist dann nächste Woche wieder da. Bin dann, genau, Montagabend bin ich dann wieder bei mir zu Hause. Gut. Also ich habe jetzt mal ein bisschen Gras weggeprügelt. Heißt, da könnte man nochmal eine Runde Spikes aufstellen. Mhm. Gehst du eigentlich zum Osterfeuer? Gibt es das bei euch? Es gibt bei uns Osterfeuer, ja, doch. Mhm. Gehst du da hin? Nein. Okay, weil... Krieg ich bloß eine Anzeige wegen Brandstiftung nur. Ja. Ja, weiß man's? Ja, du sollst ja nicht selber eins machen. Ach so, ja, dann musst du ja mal dazu sagen, das ist sowas. Ja. Nee, mach ich nicht. Nee, ne? Bei uns gibt's ein Funkenfeuer. Was ist das? Ah, das Steige ist wahrscheinlich, oder? Nee, das ist nicht zu Ostern, sondern das ist, wenn man die Funkenhexe verbrennt. Das ist immer an einem Sonntag nach Fasching. Das ist so ein traditioneller Brauch, dass du damit den Winter vertreiben willst. Da wird die Funkenhexe verbrannt. Ah, okay. Ja. Im Endeffekt einfach wieder eine Gelegenheit, um zusammenzukommen und Funkenküchle essen und Glühwein trinken und das, obwohl mittlerweile schon Fastenzeit ist, aber gut, ne, interessiert niemanden. Nimmst du das wahr, Fastenzeit? Also, was? Also, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr schon eine gewisse Zeit lang gefastet, allerdings jetzt nicht aus dem religiösen Ansatz raus, sondern einfach, ich habe die Gelegenheit genutzt zu sagen, okay, ich schränke mich einfach ein bisschen ein in diesem und jenem. Ne? Ja. Also so quasi als persönliche Challenge. Weil ich meine, wir hatten das Thema auch schon mal, uns geht es ja wirklich nicht schlecht. Und wenn man sich ab und zu der Dinge ja mal wieder etwas mehr besinnt, die man tagtäglich genießen kann, dann lernt man diese auch wieder etwas mehr wertzuschätzen. Ne?
Das ist wohl so, ja. Ja. Und das hat nicht geschadet. Deswegen. Generell mal so ab und zu ein bisschen. Ja. Bisschen Verzicht schadet nicht. Das stimmt. Aber es muss natürlich jeder selber wissen, also das. Klar. Das kann es doch niemand vorschreiben, also es macht doch keinen Sinn, das irgendjemand vorzuschreiben. Ich glaube, ich sollte mich mal langsam aus dem Heimweg machen, ja. Ja, es ist 6 Uhr abends, ne? Also du könntest ja. Du mal so langsam in Richtung Daheimat pilgern. Von Daheme, ne? Jetzt auch nicht. Oh, hier ist eine Höhle, cool. Was? Wo ist eine Höhle? Ja, hier oben. Ja, die habe ich auch schon entdeckt, die Höhlen, ja. Hallo. Hallo. Wo, hier bei mir oben? Ja, da war ich schon. Das ist die nördlichste Spitze, wo ich schon war. Okay. Wo du gerade bist, weiter bin ich nicht nach Norden gelaufen. Das war damals, lass mich gerade überlegen, was war denn das? Warum bin ich da hochgerannt? Genau, das Areal erkunden, das war ziemlich am Anfang, gell? Ach ja, stimmt, genau, wo ich nach Osten gelaufen bin, ne? Ja. Und du nach Norden, ja. Stimmt. Das war das. Das war das, genau. Das war das, so. Wollen wir noch ein paar Iron Bars hinzimmern? Hep. Ich finde es immer komisch, wenn ich mit den Iron Bars oder Wood Frames oder so in der Hand rumlaufe. Das sieht dann immer so komisch aus. Ich muss mir dann immer wieder irgendwas anderes, was neutral ist, in die Hand nehmen, weil ich mir immer denke, das würde mich als Zuschauer total nerven. Wenn einer da ständig mit der Iron Bar, weißt du, und diesem grünen, dieser Positionsmarkierung. Ja, wenn du irgendwo einen Woodframe setzt oder sowas, das ist dann alles so grün. Ja. Ja, das würde mich voll angasen, wenn da einer ständig so mit dem Ding rumläuft. Kann dir nicht passieren, ne? Nee. Hab mir gedacht. Mir passiert sowas nicht. Du nimmst ja ohne hier auf. Das mag der Grund sein, Meister. Kommt das Equipment nicht dazu? Ach komm, das liegt dann ja am Equipment. Die Software habe ich auch nicht. Die gibt's gratis. Verdammt. Ja, ich habe das Mikro nicht dazu. Ach so, okay, ist eine Ausrede. Ja. Hab ja nur ein Headset. Hatte ich am Anfang auch. Ah. Entsprechend scheiße war die Audioqualität. Mhm. Wenn du meinst. Ja, fand ich schon, oder? Ja. Also ich finde, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja? Das auf jeden Fall. Du hast noch 3 Stunden. Ja, bin gleich da. Da bist du gleich, da. Da. Da ist er, habt ihr gehört? Da. Schau an. Ja. Was ist da los? Was sagst du überhaupt zu Brüssel? Achso, zu den Anschlägen meinst? So anschneiden darf, ja. Ja, was soll ich sagen? Verrückt. Ja. Das sind so Dinge, die kann ich nicht verstehen, die werde ich nicht verstehen, wie einfach Gruppierungen, egal wie auch immer motiviert, völlig sinnfrei irgendwo nur ja dafür sorgen wollen, dass es anderen schlecht geht, dass andere Menschen Angst haben, dass man denen das Leben nimmt. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Ja, traurig, ja. Ja. Das sind einfach Fanatiker halt. Ja. Das ist, ja, da fehlen einem die Worte, wenn man sowas sieht. Da fehlen einem einfach die Worte. Ich finde das so krass, wie nah das jetzt schon ist. Ne? Ich meine, Brüssel ist jetzt auch nur ein Katzensprung, auch von mir aus, ja. Ja, du, ich hab immer gesagt, ich bin überrascht, dass bei uns bis jetzt noch nichts passiert ist.
Sicherlich auch nur eine Frage der Zeit, ne? Ja, ich meine jetzt, wir haben jetzt dann eine Fußball-Europameisterschaft in der Nähe. Ich meine, Oktoberfest als Beispiel ist auch, oder wäre eine Gelegenheit hier, wo möglichst viele Menschen am Start sind, ein bisschen Theater zu machen. Weiß man's? Ne? Ja. Also, und wie wir schon festgestellt haben, Verrückte gibt's überall. Die gibt's überall. Ja. So, also es ist jetzt vorne hier ein bisschen breiter, Meister. Da kannst du jetzt rumlaufen, ohne dass was passiert. Das ist gut. Ja, und oben sind noch ein paar Iron Bars, dass man notfalls von oben noch nach unten schießen kann. Aber wir werden trotzdem die Spikes noch mehr verstärken müssen. Das hilft nichts. Oh, da kann ich ja noch eine Pistole zusammenbauen. Schön, 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 schön. Was willst du denn eine Pistole zusammenbauen? Ja, ich hab noch ein paar Parts gefunden. Achso. Und man macht doch. Nee, kann ich nicht. Scheiße, ich hab's nicht gelernt. Du kannst keine Pistole zusammenbauen, echt? Okay. Oh, mein Misc-Crafting-Skill ist schon bei 96. Meine Herren. Dann kann ich ja gar nicht mehr leveln. Na sowas. Wenn der auf 100 ist. Oder? 100 ist Schluss, ne? Weiß ich gar nicht. Ich war noch nie so hoch. Ich auch nicht. Aber ich tippe mal bei 100 ist Schluss, weil es das heißt ja auch von 100, ne? Ja, stimmt. 23 von Ja, 100 zum Beispiel. dann wird das so sein, ja. Gehe ich jetzt mal von aus, dass das so ist. Ja, habe ich So. noch 10 mm Rounds reingeschossen, die du verballern kannst. Hör ich da Kritik oder? Hast auch die ganze Munition verballert. Oder hast du zumindest. Bist du? Wie was? Nö, ich habe meine Hunting Rifle. Ja? So, Nö, nö, ich nö, kann nö, nimm mal gerne ruhig. zurücklegen. Na, du kannst Nicht? du gern. Nee, nimm ruhig. Nimm, nimm, Ja? nimm. Ja, ich finde die SMG irgendwie geil. Ja, ganz neue Töne von dir. So eine Magnum ist bestimmt auch lustig. Darf ich mal so eine Magnum probieren? Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ja, mach. Die braucht ja auch 10 mm. Ne, die braucht eigene. Magnum braucht eigene, ja. Ja. Haben wir, glaube ich, gar keine da, Ne, ne? haben wir nicht. Könnte ich aber herstellen. Du das kannst. Tja, bist bloß neidisch, gell? Ja, schon ein bisschen. Ja, habe ich mir gedacht. Das klang fast so. Böser. Hab Hunger. Dann musst du was essen, Meister. Hol mal an die Futterkrippe. Mein 28 neue Fleisch mitgebracht. Brav. 28 Fleisch, was? Okay. Ja, ich dachte, du solltest doch was besorgen. Tapfer. Warum kann ich das jetzt nicht craften? Ach so, weil die Casings fehlen. Okay, ist ein Argument. Passt, reicht gerade für 50. Es würde mehr gehen, aber ich habe jetzt nicht mehr Schwarzpulver genommen. Okay, glaube Naja, ich. so mal ein bisschen rumblödeln reicht's ja. So, Mensch, Aldi. Folge rum, oder was? Ja, aber hallo. Hast du überzogen? Aber 4 Minuten, ja? Das ist ja unerhört. Ist unerhört, gell? Geht eigentlich gar Ja. nicht. Nee, das geht nicht. Nee. Nee, ist ganz bitter. 6 Schuss hat die Magnum. Ja, schon. Okay. Naja. Ganz schmitting. 29. % Genauigkeit. Cool. Da geht Oder? was. Accuracy ist doch Genauigkeit, ne? Ready, ready. Ja, ich glaube schon.
Müsst ihr jetzt erst ins Wörterbuch gucken, mein Englisch ist jetzt nicht so toll. Also ich glaube schon, dass das Genauigkeit ist. Ja, da sind natürlich auch schmucke Parts drin, ne? Wenn du mir ja, das so anschaust, die ist schon geil. Ja, du hast du zusammengebaut, ne? Ja, das ist das Feinste vom Feinsten. Sauber, Alter, hast du schön gemacht. Ja. Hat sogar eine Funzel. Cool. Oder? Nee, das ist mein Helm. Das ist mein Helm, jetzt hast du Stopp. Ich will mal Helm abnehmen. Nee, hat keine Funzel, Gott. Du bist auch so eine Funzel. Ich bin auch eine Funzel, ja. Tja, Freunde, also die Funzel verabschiedet sich, Alter, das ist kurz vor 10, gell? Muss man so zum... Ja. Okay. Wir müssen mal draußen rumlaufen, ja. Gut, dann gehen wir raus, alles klar. Also wir spielen jetzt Ringelpiez mit Anfassen mit den Zombies heute Nacht, ne? Ja. Wenn wir es können. In diesem Sinne, danke fürs dabei sein. Ja, und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Bis dann, tschö. Tschö.